Sorry für die eher schlechte Bildqualität der GoPro, aber für die größere Kamera war das Wetter einfach zu schlecht. Na, habt ihr ein trockenes Plätzchen gefunden? Da auf aus dem Nebel die Dresdner Hütte. Das Höhenprofil der Tagesetappe ist charakteristisch. Man sieht die Anstiege, wo es jeweils über ein Joch geht. Der erste Anstieg führt über das Peiljoch. Der zweite Anstieg führt zum Nidal hinauf. Die Passage über das Nidal wird in diesem Video recht ausführlich gezeigt. Die Dresdner Hütte nochmal.
Fressfleisch und Schnitzel, wo dann da. Mal eine schöne Perspektive auf den Gletscher. Sulzenau-Bach entlang ist einfach unbeschreiblich. Thank you.
Durch den Schuttwall hier ergibt sich ein sehr netter akustischer Effekt. Das Rauschen des Freigerbachs setzt völlig unvermittelt ein. Das Rauschen kommt jetzt beidseitig. Das ist der Grünausee. Den Aufstieg aufs Nidal habe ich natürlich nur mit der GoPro hinbekommen. Thank you.
Wir gönnen uns abends nur ein oder zwei Bier, damit wir am nächsten Tag wieder fit sind.